Der Jährsleber See, beliebtes Naherholungsziel für Groß und Klein aus nah und fern. Es sieht aus wie jedes Jahr vor der Saisoneröffnung, der Rettungsschwimmerturm könnte einen Anstrich vertragen. Aber die Spuren schwerer Kettenfahrzeuge im Sand deuten auf entscheidende Veränderungen hin. Und richtig, dreht man sich um, ist eine große Planierraupe dabei, große Mengen Sand auf der bekannten Strandfläche zu verteilen und zu verdichten. Das sind also die ersten Arbeiten, die zur Verbesserung und Modernisierung des Strandbades Jährsleber See beitragen sollen. Richtig, aber irgendwo müssen wir ja beginnen und damit die Bevölkerung auch sieht, dass wir es ernst meinen, nach dem Gemeinderatsbeschluss im vergangenen Dezember beginnen wir jetzt mit dem Strand. Denn der Gemeinderat hatte sich in dieser Dezember-Sitzung von den Plänen, den Jährsleber See zu privatisieren, verabschiedet und ein Investitionsprogramm mit weit über 6 Millionen Euro vorangetrieben. Und wieder bringt ein LKW eine volle Ladung und kippt sie ab. So ein Kippauflieger fasst in etwa 28 Tonnen Sand und sie werden noch viele Male fahren müssen, um die geplante Fläche abzudecken. Also der Sand kommt aus Barleben, aus dem Adamsee gefördert, mit dem Barleber Kies- und Baustoffwerk. 2400 Tonnen Sand insgesamt. Und damit kann dann auch die bekannte Strandfläche um fast das Doppelte erweitert werden und bietet dann mehr Platz für Erholungssuchende. Doch bis dahin ist noch viel zu tun, denn der neue Sand kostet nur 20.000 Euro und das ist nur der erste Schritt in einem dann doch recht anspruchsvollen Vorhaben, das sich über die kommenden Jahre hin verteilen wird. Also wir haben weiter vor, natürlich auch in Gebäude zu investieren. Dazu haben wir Fördermittelanträge gestellt. Da haben wir aber leider noch keine Rückinformationen, wie es zu diesen Fördermittelanträgen aussieht. Weiterhin ganz kleine Investitionen, zum Beispiel wollen wir Sonnenschirme anschaffen zum Ausleihen, Strandkörbe zum Ausleihen. Wir wollen auch wieder anbieten Boote und Stand-up-Paddling. Wir wollen auch den gastronomischen Bereich hier vergrößern und attraktiver machen. Jetzt sind nur 12 Grad Lufttemperatur, auch die Wassertemperatur lädt noch nicht zum Baden ein. Und so haben die Bauleute noch genügend Zeit, ihre Arbeit fertigzustellen. Bleibt noch die Frage... Wird der Rettungsturm gestrichen? Das versuchen wir natürlich noch für diese Saison, aber grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich einen Neubau planen. Aber auch schon in diesem Jahr braucht die Gemeinde Barleben Unterstützung und sucht Rettungsschwimmer zur Absicherung des Badebetriebes. Bewerbungen sind hier sehr gerne gesehen.